Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. In dieser Folge wollen wir uns heute mal ein Video anschauen, was schon einige Tage zurückliegt, denn ich habe jetzt gelesen, dass sich doch auf dem Areal etwas getan hat, und zwar in positiver Hinsicht. Kommt also mit auf Spurensuche auf ein sehr interessantes, geschichtsträchtiges Fabrikensemble und den Rest erfahrt ihr von mir gleich. Wenn ihr allerdings Lust habt auf verlassene Orte und noch mehr Lost Places hier im Osten Deutschlands, dann seid ihr bei uns und auf unserem Kanal an der richtigen Adresse. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. Wir sind Urbex.de, direkt aus Leipzig. Und heute zeigen wir euch die Teigwarenfabrik von Max Emmerling. Ja, in dieser Folge wird es mal wieder Zeit für Geschichtsunterricht. Nein, Spaß beiseite. Wir reisen aber diesmal wieder weit zurück und dieses Mal bis ins Jahr 1888, als Max Emmerling aus seiner kleinen Backstube heraus eine Firma gründete, die schon bald in aller Munde sein sollte, und das im wahrsten Sinne. Aus einer kleinen Handwerksmeisterfamilie stammend, startete der nur 22-jährige Max Emmerling empor zum Fabrikbesitzer. Ganz nebenbei war er gelernter Bäcker und als allererstes ein Produzent in Zeitz, der sich mit Teigwaren beschäftigte. Vor allem kamen sein Zwieback und seine Macaroni in den folgenden Jahren recht gut an. Bevor diese 11.500 Quadratmeter große Fabrikanlage, die wir hier im Video sehen, entstand, versuchte Emmerling seine Backstube stetig zu erweitern und von dort aus zu produzieren. Bis zu einem bestimmten Punkt war das alles noch möglich, doch seine Backstube lag in der Zeitzer Altstadt und wenn man dort ein was nicht hat, dann ist es Platz. 1901 zog er dann die Reißleine und begann mit dem Bau seiner eigenen Fabrik, die im nördlichen Zeitzer Industriegebiet entstand, ein Gebiet, welches damals frisch angelegt wurde. 1902 war das Areal dann vorab fertig bebaut. Auffallend ist die robuste Bauweise mit starken Decken und dicken Trägern. Dies sollte sich allerdings später bezahlt machen. Die Maschinen starteten ebenfalls 1902 in eine erfolgreiche Epoche für Emmerling, für seine Mitarbeiter und auch für die Stadt Zeitz. Knapp 10 Jahre später musste die Fabrikanlage zwischen 1909 und 1910 nochmals um einen weiteren Flügel ergänzt werden. Die Nudeln, die unter der Marke Elite nun verkauft wurden, fanden einfach einen zu großen Absatz. Im Mai 1913 kam es zu einem Großfeuer auf dem Gelände, weswegen die Produktion kurzfristig zum Erliegen kam. Aber das sollte nicht das Ende gewesen sein. Trotz mehrerer schwerer Bombenangriffe auf die Stadt Zeitz im Zweiten Weltkrieg überstand die Fabrik diese Zeit ohne nennenswerte Schäden. Sein bekanntestes Produkt, die Emmerlinge, ein Zwieback für Kinder und Kleinkinder, welches der Firma große Bekanntheit bescherte, durfte ab 1940 nur noch mittels Bezugsschein ausgehändigt oder gekauft werden. Zwieback war vor allem für die Wehrmacht und andere militärische Einheiten an der Front kriegswichtig und somit gab es eine Verfügung durch das Deutsche Reich. Im letzten Kriegsjahr stirbt Max Emmerling 1945 im stattlichen Alter von 91 Jahren. Die Emmerlinge überleben den Krieg übrigens genauso wenig wie ihr Schöpfer. Nach dem Krieg wurde das Werk mehr oder weniger unverändert übernommen, zwar ohne Emmerlinge und Elite-Macaroni. Dafür wurden hier weiterhin Lebensmittel verpackt. 1953 ging allesamt nun offiziell in Staatsbesitz über und unterstand nun dem VEB OGIS, also dem Kombinat für Obst und Gemüse sowie industriellen Speisekartoffeln, auch wenn man hier mit Teigwaren doch weit von all dem genannten entfernt ist. In den gut 40 Jahren DDR hat sich so gut wie nichts auf dem Gelände getan. Typisch für diese Zeit. Ich hatte gelesen, dass man hier Sauer- und Gurkenkonserven produziert hatte, aber was da nun wirklich dran ist, das kann ich nicht sagen. Vielleicht habt ihr ja da die eine oder andere Information. Wenn ihr da was wisst, her mit den sauren Gurken. Und Thema Gurken fiel mir doch ein, wir hatten ja auch ein Video über Gurken Schumann gemacht, die tatsächlich hier in Leipzig ganz bekannt waren für ihre Sauerkonserven. Und das Video findet ihr dazu jetzt hier oben rechts. Nach 1990 ging es dann ganz schnell mit der Zerschlagung durch die Treuhand und schon 1991 war Ruhe auf dem Gelände.
Einige Jahre später bezog ein Möbelhaus einen Teil der Fabrik. Dafür wurde extra die Fassade erneuert und ein neues Treppenhaus eingebaut. Allerdings hielt sich das Gewerbe nur kurz. Bei unserem Besuch war die Reklame an der zur Straßenseite gerichteten Fassade wie neu und auch im Inneren war so einiges noch besenrein. Selbst der typische Geruch eines Möbelhauses lag noch in der Luft. Allerdings waren viele Fensterscheiben bereits eingeschlagen. Hier und da gab es die ersten Spuren von Wassereindrang, aber nach über 100 Jahren merkte man dem Gebäude sein Alter nicht an. Mittlerweile ist das Objekt in Künstlerhand, beziehungsweise hat man hier ein Projekt draus gemacht, wo man sich nicht nur um das Gebäude kümmert, sondern vor allem die großen offenen Räume nutzt, das Ganze auch ein bisschen Besen reinhält und hier Ateliers eingebaut hat. So bleibt auf jeden Fall das Gebäude erhalten und ist nicht dem wilden Vandalismus ausgesetzt und wird sinnlos weiter zerstört. Wie ihr im Video sehen könnt, gab es im Objekt leider nicht allzu viel zu sehen. Die meisten Räume waren leer, beziehungsweise war so gut wie alles leer. Lediglich im Keller, den ich jetzt nicht gefilmt habe, weil die GoPro zu schlechte Quali macht, gab es das eine oder andere zu sehen, aber eigentlich war es auch nur Unrat, wenn wir da mal ehrlich sind. Ansonsten ist es wirklich eine sehr schöne Fabrikanlage, die ja nun zum Glück erhalten bleibt. Am Vordereingang befinden sich noch die große Mühle und auch die Jahreszahlen der Fabrik. Und das soll es an dieser Stelle nun von mir gewesen sein. Im Nachhinein gibt es natürlich immer noch einige Bilder. Und wenn ihr Bock habt auf verlassene Orte hier im Osten Deutschlands, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Lust habt, abonniert unseren Kanal. Ansonsten hören wir uns, wenn ihr möchtet, gerne nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und ciao. We'll be right back.